Die Roten vom FC Bayern. Schon wieder deutscher Meister. Diesmal feiern sie zwar ganz für sich, aber die Marienplatz-Sause hätte sicher ähnlich ausgesehen wie im Vorjahr und nur wenige Gesichter wären neu gewesen. Vor allem seins. Hans-Dieter Flick, den sie bis heute alle nur Hansi nennen. Hansi, der ewige Assistent unter Bundestrainer Löw. Hansi, Assistent bei den Kovac-Brüdern. Aber dann betrat er plötzlich die große Bühne, galt zuerst als Notnagel und mauserte sich überraschend schnell zum echten Chef, zum Erfolgstrainer, zum Meistermacher. Bauen konnte er dabei auf die üblichen Verdächtigen: Thomas Müller, Manuel Neuer und natürlich Robert Lewandowski. Der polnische Knipser, der immer noch torgefährlicher zu werden scheint, mit seinen bald 32 Jahren. Sein Vertrag läuft noch 3 Jahre. Auch der scheinbar unfehlbare Nationaltorhüter Neuer hat verlängert bis 2023, wie auch der wiedererstarkte Müller, der Assists am Fließband lieferte und dazu die typischen Müller-Tore. Aber auch Youngster wie Alphonso Davies brauchen sich nicht zu verstecken. Blitzschnell ist er und blitzschnell wurde er zum Außenverteidiger umgeschult. Auch andere wachsen langsam rein in ihre Lederhosen. Leon Goretzka zum Beispiel. Viel reifer geworden, deutlich muskulöser und endlich verletzungsfrei. Nur 2 Tage jünger übrigens Joshua Kimmich. Trotz seiner erst 25 Jahre längst in einer Chefrolle beim Rekordmeister. Doch nicht alle im Flix-Kader können zu den Gewinnern zählen. Etwa Philippe Coutinho. Der brasilianische Zauberfuß hat nicht eingeschlagen. Ebenso nicht der französische Weltmeister Hernandez, den eine schwere Verletzung zurückgeworfen hat. Aber noch läuft die Saison ja. Pokal, Champions League. Da gilt es nach vorne zu schauen. Und ausgeschlossen ist es nicht, dass Flick bald posieren könnte wie Trippeltrainer Heinkes. Ebenfalls möglich. Die Münchner werden zum 9. Mal in Folge Meister und feiern dann wieder auf dem Rathausbalkon.